Ah, oh, das letzte Mal, dass mein Bett leer ist. Wait, was machst du gerade? Warum bist du noch nicht im Bett? Ich habe kein Level abbekommen. Ich auch nicht. Ja. Dass du von mir kein Level abkriegst, ist klar. Aber es wundert mich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich Level 10 werde. Ja, was du so alles denkst, ey. Es gibt morgen ein Fest. Achso, ja, ja. Die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Ja, machen wir. Ja. Also wenn ich jetzt nicht Level 10 werde, dann weiß ich auch nicht. Das würde mich auch wundern. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Holz. Dann gehe ich jetzt mal nach oben. 12 Hühner passen da rein. Genau, wir haben momentan 8. Ja, wird gebaut. Ja, dann hole ich jetzt wieder Holz. Macht ja sonst keiner scheinbar. Ist okay, ist okay. Ja, vielleicht habe ich keine goldene Axt. Ja, wer weiß. Doch, hast du? Oh, Abigail, hallo! Du hast eine Axt. Ich bin mit einem Bauern verlobt. Wow, was soll das denn heißen? Unser Leben wird sich von jetzt ganz schön verändern. Nö, eigentlich immer gleich. Okay, deins. Aber meins ist echt ähnlich. Ich werde morgens aus dem Haus gehen, abends mit dir reden. Und Manuel arbeiten lassen. Ja, wir kriegen eine neue. Erfordert das Bauen eines Luxushühnerstalls. Da ist noch irgendwas. Und dann 2 neue Tiere mit einem Luxusstall. Den wir haben sollten. Nee, nee, wir haben nur den normalen Stall. Also nicht den normalen, den zweite Stufe. Luxus ist dritte Stufe. Hallo? Hallo. Ach, schau mal, hier, die Frau ist da. Ja. Mit Edgar. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem war, dass die... Aber Jean-Saat. Dass die Saat halt nur noch bis zu dem Zeitpunkt... Ja. Gut, vielleicht könnte man die im Gewächshaus pflanzen, aber... Die hat auch komische Fische, ne? Hatte die schon immer Kugelfisch und so? Nee, aber die könnten wir abgeben, wenn die nicht zu teuer sind. Ja, dann guck mal nach. Kannst du kaufen. Wir haben genug. Kugelfisch für 1000 könnte man abgeben. Ja, mach. Aber ist halt die Frage... Uns mach einfach. Okay, whatever, wir haben genug Geld. Aber im Kugelfisch haben wir sogar was fertig, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir haben Spezialitätsfische fertig mit denen. Lag hier schon immer eine Note? Fuck, da war gerade irgendwas. Ich hab's aus Versehen zu schnell weggedrückt. Da lag so ein Stück Papier auf dem Grab von unserem Großvater. Fuck. Gut, dass du aufnimmst. Das stimmt. Bündel komplett. Und was kriegen wir? Wow, 5 Matrosenteller. Danke für nix. Was ist das? Essen. Und es gibt ja ein bisschen Angeln dazu. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Geisternacht. Ah ja. Ja gut, ist klar. An Festtagen regnet es nie. Wenn wir bis 24 Uhr nicht da sind, dann haben wir das verpasst. Lol. Bist du eine Verarsche? Ich gehe dahin, wenn ich das will. So ist das der Spirit, den ich bei dir sehen will. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin noch nicht ganz... Um 20 Uhr. Ja gut, ich leg mich hin. Gute Nacht. Wie, ich dachte, ich wollte noch Holz farmen. Willst du jetzt noch Holz farmen? Ja. Na gut. Gute Nacht. 70 Holz. Warte. Ja, dann gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Wir sehen uns. Wieder kein Level Up? Das kann doch nicht sein. Doch. Kann es. Ich will jetzt Level 10. Ja, soll ich dir das jetzt auch alles lassen? Nee, mach einfach... Ich weiß es nicht. Also ich dachte ich eigentlich, dass ich schon Level 10... Jetzt kann ich gar nicht mehr einschätzen. Das Einzige, was wir wissen werden, ist, dass du zu 100% nicht mehr vor dem Winter Level 10 wirst. Ja, aber das war mir auch vorher klar. Nee, dann mach. Hier unten ist nur noch einer ready, brauchst gar nicht kommen. Warum habe ich da gerade ein Wassergeräusch gehört, als wenn du wieder dagegen gepisst hättest? The fuck? Mach dir mal Gedanken drüber, Manu. Ich gebe mal das Entenei ab. Wohin wollte ich gerade? Die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet. Was ist das denn für eine dumme Kacke? Was? Jetzt kann ich das Entenei nicht abgeben. Yo. Alter, die geht um 23 Uhr und ich kann nichts machen. Den ganzen Tag. Was? Wir können jetzt nicht nach rechts rein. Ich kann auch nicht mit der Minenbahn da rein. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Angeln? Den ganzen Tag? Angeln, Holz sammeln. Ja. Alter. Hier ist echt eine gute Angelstelle. Ja. Geh nicht, bevor ich nicht einen Fisch hab. Ich schon. Scheiß auf das Fest. Alter. Ist das nervig? Ja. Also ich habe das Gefühl, hier können keine Fische sein oder wirklich nur mit Ultra... Da war Lava. Wir kriegen ja nur Dreck raus. Oder hier gibt's einfach nur Müll. Aber wenn es hier nur Müll gäbe, wirklich nur Müll, dann gäbe es keinen Sinn, das hier hinzupacken. Also es, wahrscheinlich gibt's hier wirklich nur einen einzigen ultra seltenen Fisch oder so. Und jetzt. Bin drin. Same. Hallo. Lol, wir kommen aber beide von links. Ja. Shop. Lol. Achso, ich dachte. Shop. Die Mucke ist cool. Hey, Tui, hallo, na? Warum ist deiner da? Es ist schon ziemlich kühl, oder? Das stimmt, Elliot. Hier, komm dir meinen Hut. Oh, hier ist ein Labyrinth oben. Okay, go. Okay, warte, ich warte auf dich. Komm, wer es als erster gelöst hat. Ich kann dir einen Tipp geben, es geht als erstes nach rechts. Mehr weiß ich nicht. Warum weißt du das? Achso, weil ich schon kurz hier drin war. Aber da links war so ein Kürbis. Ich weiß nicht, ob man mit dem reden kann.
Mist, du bist richtig. Lol, hier ist eine Aussichtspapier. Die Dämpfer aus diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindelig, aber ich kann mich einfach nicht abwenden. Da ist eine Kiste links neben dir, ne? Lol. Da müssen wir hin. Warte, ja, ich geh von außen ran. Abigail, du musst mir sagen, was noch kommt. Ich kann nicht weiter spinnen. Ja, Spinnen kommen da noch. Wie kommt man da hin? Hier ist ein Fragezeichen. Vielleicht komme ich da gleich von hinten hin. Man kommt nicht niemals von woanders dahin. Du musst es irgendwie von da schaffen. Ja, hier ist eine Höhle. Was? Komm mal. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Bin da. Goldener Kürbis. Oh. Du hältst goldener Kürbis. Okay. Hä? Achso. Du bist fest. Ist halt eine Anspielung auf Halloween, aber... Deine Anspielung ist gut. Es ist Halloween. Ja, dann lass jetzt mit dem Bürgermeister reden. Ich weiß nicht, was der Sinn des Festes hier gerade ist, außer den goldenen Kürbis da zu kriegen. Wow. Was sagt er denn? Ja, warst du schon im Labyrinth? Das ist ziemlich gruselig. Gut, war's das dann? Offenbar. Dafür dürfen wir jetzt nicht. Das Labyrinth rein, haben wir gemacht. Ja. Ja, dann tschüss. Tschüss! Er ist wertvoll, er hat aber sonst keinen Nutzen. Steht dabei. Aber ja, ich verkauf meinen. Ich wollte gerade sagen. Okay, ab ins Bett. Ab tschüss, ins Bett. Klaus. Guten Abend. Oh, wir kriegen ein Level. Ich hoffe auch. Vielleicht krieg ich ja eins. Ich hoffe auch. Ja! Level 10! Oh und? Was hast du bekommen? Stallmeiste, Tiere im Hühnerstall mögen dich schneller, Brutzeit wird halbiert. Oder Hörte, Tiere im Stall mögen dich schneller, Schafe produzieren schneller Wolle. Dann würde ich sagen, zweiteres, Wolle, oder? Ja. Weil ja. Das Ausbrüten haben wir ja schon. 2,5 hat der gebracht, der Kürbis. Hast du diese Sequenz auch? Lol, ja. Ich hab einen Bluescreen. Ah, jetzt. Als Clausine nach Pelikan kam, wusste niemand, ob sie in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Clausine wie jede einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 28. Herbst Clausine und Abigail zu vermählen. Ach, da unten bin ich. Ich hab einen Bluescreen, ne? Was? Du siehst nichts. Ich seh nichts. Kannst du mal kurz mit aufnehmen? What? Also, okay. Ich seh nur das Fenster und dahinter ist ja alles blau. Was? Nun, dann lass uns mal anfangen. Clausine, Abigail. Als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zu Frau und... Nun, Frau! Ihr dürft euch jetzt küssen. Nein! Ihr seht hier gerade eingeblendet das Zeug von Manu. Ich habe nur einen blauen Screen, es tut mir leid. Ich sehe nur weißes Konfetti fliegen. Gott. Es war bestimmt sauromantisch. Jetzt habe ich auch einen blauen Screen. Das Leben das wird von... jetzt an. Ach, ja, Mann. So sieht's bei mir die ganze Zeit aus wie bei dir gerade. Ach so. Stimmt, die eigene Hochzeit verpasst. Ja. Ey, wenn jetzt Abend ist, ich, ne? Ich war blackout drunk. 6 Uhr. Okay. Aber ist sie jetzt bei dir? Ich weiß nicht, ich guck mal ins Haus. Es kann sein, dass sie jetzt bei dir in der Hütte gammelt und arbeitet. Noch nicht. Ey, versklavt sie, ja? Leute, sie hat einfach ihr Zimmer an mein Haus eingebaut. Komm mal rein. Die Hochzeit war wundervoll, nicht wahr, Liebling? Boah, ich war so besoffen. Ich ist wie ein Blue-Out gewesen für mich. Hä? Sau geil, oder? Ja. Wir dürfen den Hof nicht vernachlässigen. Zeit an die Arbeit zu gehen. Abigail, ne? Verpiss ich kann nicht mit dir reden. Das ist so lustig, wenn du dich jetzt an die geschenkt. Anbaggern könntest. Königin der Soßen kommt. Ah, ich guck in deinem Fernseher. Geht Schockendip. Das? Wahrscheinlich Loll. Schon. Ja. Vor der Remix. Voll am Ausrasten. Ist der Bäume. Lol, wie sprechen die zu dir oder wie? Ja. Werkzeug verbessern, Goldaxt. Genau, Iridium-Axt kann ich, Iridium-Spitzhacke und sonst so Gießkanne. Ja, die Gießkanne kann ich halt Iridium machen, theoretisch. Okay. Also, auch noch nicht mal theoretisch, weil wir nicht genug Iridium haben. Ja. Meinst du, wir können in der Kanalisation angeln? Oh. Das ist mal eine Idee. Warte, ich gebe noch gerade das Entenei ab, dann können wir... Du kannst ja schon mal gucken gehen, ob es geht. Ja, das wäre lustig zu sehen, was da drin ist. Schon auf dem Weg oder so, weil ich bin noch zu Hause. Ich bin auf dem Weg. Achso. Ich hab Holz gefarmt. Und? Oh, man kann die Angel auswerfen. Ja. Ja, kann man auch angeln, schätze ich. Ist halt die Frage, was man hier kriegt, ne? Müsste fast da sein. Ist halt lustig, wie es halt wirklich voll so toxic hier ist. Schöner Kontrast zu dem Roten. Und ich habe einen Fisch, der super einfach zu sein scheint, ja. Ja, vielleicht kriegt man hier ich hab auch Profi. Einen Fisch. Nee, Karpfen, neuer Rekord. Ja, nur Karpfen. 74, neuer 74. Rekord. 74. Und 109. Alter, What? Die sind genmanipuliert hier unten. Ich hab wieder... Oh, richtig, der sieht sogar anders aus, der Fisch. Hä? Dann
Ja, der hat ein ganz, ganz anderes Bild. Konzentrier dich. Hab ihn. LOL! Mutantenkarpfen. Richtig geil. Ja, sie- du hast einen der legendären Fische gefangen. Ja, die sollen wir, glaube ich, nicht beim Museum abgeben. Ich esse sie. Ja, lass mal hier wieder raus. Wahrscheinlich gibt's den nur einmal oder so. Ich gehe wieder raus. Ja, nice. Dann haben wir einen der legendären Fische schon. Gerade einen voll seltenen Fisch bekommen. Erster Move, zack, raus. Ja. Ich kann den Ekelfisch ja Elliot schenken. Oder Abigail. Fick dich weg. Nee. Ich habe gelesen, dass es die irgendwie nur einmal gibt und dass man die nicht abgeben soll oder so. Ja, aber wohin dann? Das ist eine gute Frage, aber das fänden wir dann heraus. Also du meinst, ich soll das jetzt, Du kannst ihn ja erstmal behalten. Mit dem Lila-Ding packen. Ja, wir können ihn ja jederzeit verkaufen, wegschmeißen. Ja, ich hab's nochmal reingepackt. Und Abigail ist schon im Bett. Okay. Gute Nacht. Ins Bett gehen? Nein. In deinem ersten Ehebettchen. Danke, den werde ich haben. Gute Nacht. Nacht.